Und das nächste Thema der medizinischen Physik ist Kraft. Kraft werden wir noch brauchen, um was zu bewegen und so weiter. Damit haben wir es ja eigentlich schon. Kraft brauchen wir, Force, Mass, Acceleration. Kraft brauchen wir, wenn wir eine bestimmte Masse irgendwie bewegen wollen. Bewegen heißt beschleunigen. Wenn ich keine Kraft anlege, wird sich die Masse nicht bewegen. Beziehungsweise wird ihren Bewegungszustand beibehalten. Woher das kommt? Masse, Kilogramm, Acceleration, Meter pro Quadratsekunde. Heißt also, ein Kilogramm ist ein Meter pro Quadratsekunde und das entspricht einem Newton. Hier oben gucken, da ist ein Verweis auf ein anderes Video. Das hält dann hier an, wenn ihr hier drauf klickt und auf das Video dann selber klickt. Da geht es nochmal genau um Kraft und wie sich das alles verhält. Ich lasse das mal da. Ein besonderer Fall der Kraft ist die Gewichtskraft. Das heißt, jeder Masse zieht sich an. Tatsächlich. Gehe ich auch nochmal drauf ein. Ich glaube, ich mache hier nochmal einen Link. Da gab es einen schicken Versuch mit einem Bleiblock. Wer das ganz genau wissen will, ne? Also, die Erde hat eine bestimmte Masse, ziemlich groß sogar. Der Mond hat auch eine Masse. Und die Erde zieht den Mond an, aber auch der Mond zieht die Erde an. Beide halten sich im Gleichgewicht. Warum? Weil es hier noch eine Radial- bzw. Fliehkraft gibt, weil sich der Mond um die Erde bewegt. Bewegt er sich so rum oder so rum? Ist eine Frage, von welcher Seite man guckt, ne? Also, wenn ich von hier auf die Erde gucke, bewegt er sich meinetwegen so rum. Gucke ich von der anderen Seite, bewegt er sich andersrum. So, darauf kommt es jetzt nicht an, sondern es geht darum. Die Gewichtskraft, das heißt diese Anziehungskraft für einen Menschen zum Beispiel, die heißt auch F, aber mit dem Index G. Beziehungsweise man sagt auch gerne G, groß G dazu. Nicht klein g. Das kleine g kommt von Galileo. Gehe ich in einem anderen Video drauf ein. Vielleicht mache ich hier nochmal einen Link. Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir dann sehen. So, wird genauso berechnet. M mal a. A ist aber eine besondere, nämlich die Erdbeschleunigung, die diesen Wert hat. So, dementsprechend g ist genauso. M mal g. Also gleiche Berechnung, gleiche Einheiten. Wir werden also, wenn ich zum Beispiel eine Masse von 100 Kilo hätte, zum Glück habe ich die nicht, hua, würde ich zum Beispiel mit 981 Newton angezogen werden. Also 100 Kilogramm mal 9,81 ist 981 Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde ergibt dann Newton. Das kürzt man deswegen ab, auch zu Ehren des großen Newton, weil das umständlich ist zu sagen. Und jetzt kommt eine lustige Frage. Wird immer wieder diskutiert, sagt mal, ist denn die Erdanziehung überall gleich? Ist denn die Erdbeschleunigung überall gleich? Wir gucken uns mal, ich hatte vorhin die Skizze, da steht ein Mensch auf der Erde. Gut. Noch weiter weg, jetzt kann ich den bloß noch als Punkt darstellen, den Menschen. Okay. Und das gleiche habe ich hier gemacht. Durch die Rotation der Erde plattet die relativ stark ab. Relativ. 0,3% weniger haben wir hier. Das heißt, haben wir hier. Am Äquator eiert sie praktisch aus. Also läuft sie auseinander, als wenn ich eine hohle Blase in eine Zentrifuge tue. Die würde auch auseinanderlaufen. Da die Erde ja bloß 50 Kilometer Erdkruste hat, alles andere drin flüssig ist, kann man sich gut vorstellen, dass das so ähnlich wie eine Blase ist. Es gibt noch andere Planeten, Saturn oder Jupiter, die haben sogar 10% Abplattung, sagt man, Abplattung dazu. Und jetzt gucken wir uns mal einen Extremfall an. Nehmen wir an, die Erde wäre furchtbar abgeplattet. Eins zu sonst wie viel. Und ein Mensch stünde hier, dann hätte er doch gar nicht mehr so viel Masse gegenüberliegend, als wenn er hier stünde. Hier hätte er viel mehr Masse sich gegenüber. Und die Masse, die dem entsprechenden Objekt, hier ist in diesem Fall ein Subjekt, der Mensch, gegenüberliegt, die zieht ihn auch an. Und deswegen kann man nur sagen, nein, auf der Erde, trotz der 0,3%, ist es wirklich so, dass ein Mensch am Pol weniger Gewichtskraft hat als am Äquator. Achtung, wenn ich die Gewichtskraft mit einer herkömmlichen Balkenwaage messe, dann werden beide, und ich habe einen Gleichstand, dann werden beide gleich stark angezogen. Also mit einer Balkenwaage kann ich dieses Experiment hier nicht ausführen. Ich muss eine echte Federwaage nehmen, so wie sie mittlerweile überall gemacht werden. Ich habe also die Gewichtskraft des Menschen und der wirkt die Gewichtskraft der meinetwegen vier Federn oder Wandlern, elektronischen Federn sozusagen entgegen. Und deswegen kann ich so eine
Federwaage durchaus für diese Messungen nutzen. Hat man auch gemacht, stimmte auch. Daher kommt auch die Abplattungsidee auch. Gut, ich hoffe, es hat geholfen. Ich werde jetzt hier zum Schluss noch weiterführende Links auch zu der Playlist hier einfügen. Wer von außen auf dieses Video gestoßen ist, soll sich nicht wundern, sondern einfach den Links folgen. Da gibt es noch mehr medizinische Physik, beziehungsweise Physik überhaupt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen. Tschüss.